Simons Lieblingsseite weiß ich jetzt auch. So, wir haben mal kurz die Seiten getauscht. Ja. Simon, schön, dass ich dich hier sehe. Ansonsten sehe ich dich ja im Fernsehen hoch und runter. Comedy ist ja mein Leben. Ich finde das ja total klasse. Ich lache ja so gerne und ich finde mit Menschen, mit denen ich lache... Es ist so süß, wie du lügst. Es ist so süß, wie du lügst. Nein. Es ist mit dem Fernsehen. Im Februar läuft was. Da kann man mich sehr, sehr gerne auch mal wieder sehen, sage ich dann irgendwann mal. Was das ist, darf man ja. Du weißt, wie es ist. Man darf sowas nicht vorweggreifen. Aber ich bin gut drauf, meine Liebe. Ja, und das sage ich ja auch. Und jetzt sagt er, ich lüge. Na, so ein Quatsch. Nein, natürlich nicht. Nein, also ich gucke wirklich ab und zu Fernsehen. Ich muss gestehen, ich gucke nicht allzu oft, weil ich meistens, wenn ich abends nach Hause komme, halbtot umfalle, todmüde bin, aber... Ich gucke auch sehr, sehr viel Fernsehen, außer Montag, Dienstag, mit, also Freitag, Samstag, Sonntag. Eigentlich auch, also außer meistens... Außer Comedy? Außer meistens gucke ich eigentlich oft meistens Fernsehen. Okay, gut, dann guckt er am meisten Fernsehen. Was ist denn dein, ich sag mal, wie oft warst du jetzt schon hier? Also, es ist so, ich bin schon etwas länger in der sogenannten Medienbranche und ich war damals für Viva Men in Black 2 in Berlin. Das war eine tolle Premiere. Will Smith und Tommy Lee Jones waren beide da und haben mir ein Interview gegeben. Und da habe ich Frank Zander getroffen. Und ich bin Fernsehkind der 80er und bin immer mit Frank Zander, Sender Frikadelle, Bananas, hat er nicht mitgespielt, aber so dieses Umfeld, WDR, Comedy und so, da hat er stattgefunden. Und Die Wanne ist voll mit, sag schnell. Helga Feddersen. Genau. Und das war ich immer mega Fan. Und dann habe ich Frank Zander angequatscht und da hat er mich eingeladen, aber da habe ich in Köln gelebt, konnte nie hinkommen. Und als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich sofort Kontakt aufgenommen und ich glaube so seit 2017 bin ich hier. Also, und heute wieder fleißig ganz mitgetragen. Was wünschst du dir fürs Jahr 24? Jetzt so gesamtpolitisch mäßig so oder für mich selber jetzt? Alles. Ein Ford Taunus, 2 Liter Hubraum. Weltfrieden. Okay. Weltfrieden. Dann suchen wir den jetzt mal. Komm, wir gehen den Weltfrieden suchen.